Jetzt legen wir aber los, wie sich das gehört, mit der deutschen Mannschaft während einer Europameisterschaft hier in Deutschland. Wir beschäftigen uns mit unserem möglichen Achtelfinalgegner, reden über EM-Favoriten wie Spanien oder auch Italien, haben die Tipps von Marcel Reif für heute Abend, und Transfers von Bayern und Dortmund sollen uns auch beschäftigen. Jetzt aber ja das andere Tor, das sehr, sehr spät fiel. 90 plus 2 war es, als Füllkrug gegen die Schweiz traf, und ja, alle sprachen plötzlich von diesem Vergleich. Mensch, da war doch schon mal was. 2006 gegen Polen, Jubelexplosion. Auch David Raum, der jetzt die Flanke auf Füllkrug geschlagen hat. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern. Ich war 8 Jahre alt zwar erst, aber ich glaube, ich habe es im Garten oder so irgendwo bei Freunden geschaut, oder ich weiß gar nicht, bei uns im Hof zu Hause. Da wurde mal eine Leinwand aufgestellt. Es war so mein erstes großes Turnier, dann auch noch in Deutschland. Ich komme ja aus Nürnberg gebürtig, das war auch ein Stadion, wo gespielt wurde. Deswegen waren da auch immer wieder Fans. Und ja, Fülle kam vorhin schon in die Kabine. Ich weiß nicht, mit welchem Reporter er wieder geredet hat, aber er hat gesagt, ey, die haben gesagt, Odonko, Neville und so, haben uns verglichen. War natürlich lustig. Ist in Erinnerung geblieben, diese Flanke. Wäre natürlich cool, wenn meine Flanke auf ihn auch in Erinnerung bleibt. Ich finde es immer wieder kurios, dass man bei so großen Turnieren so bestimmte Momente hat, die eigentlich gar nicht so die entscheidenden im Sinne von, oh, das war der gehaltene Elfmeter im Halbfinale oder ähnliches, sondern 2006 ist fast, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, ist fast mehr Odonkor Neville. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist? Weil ein das am meisten aus dem Sattel geholt hat, die Szene, die hat sich eingebrannt. Halbfinale Italien, weiß ich, ja, sehe ich, aber eher kühler. Und dann ist es ein positiver Moment, also ein richtig positiver. Und auch da ging es, und deswegen stimmt ja der Vergleich, da ging es Nachspielzeit und wir sind praktisch, sieht nicht gut aus alles, und jetzt zack. Und das brennt sich ein, also so erkläre ich mir das. Auch die eigene Konstitution, weiß ich nicht. Manche Turniere gehen so an einem vorbei, selbst wenn sie wichtig sind, weiß ich nicht, die nehmen einen nicht so mit. Aber das hier so... War ein schönes Tor im Übrigen. Haben Sie noch dran geglaubt, dass wir gegen die Schweiz den Ausgleich schaffen? Oder lag für Sie eher das 2:0 sogar der Gäste aus der Schweiz in der Luft? Ja, das fiel ja auch. War sehr, sehr knapp. Ach, die Schweiz hat das sehr gut gemacht in diesem Spiel. Die Schweiz hatte die erste Halbzeit bessere Chancen, das musst du fairerweise sagen. Also wir wollen es ja nicht schlecht reden. Wir haben es ja doch, am Ende hat es ja geklappt und alles ist gut. Fast alles ist gut. Es könnte sein, dass es bei aller Liebe zu der Schweiz vielleicht den nächsten oder die nächsten Gegner, wenn man sie denn sukzessive abarbeiten muss, noch eine Spur besser werden als die Schweiz. Das nehme ich auch mit aus diesem Spiel, also jenseits der ganzen Euphorie. Aber da war Raum nach oben. Die erste Halbzeit war wirklich nicht gut, fand ich. Haben Sie es für sich schon erklären können, was das Problem der deutschen Mannschaft war? Sind Sie mit dieser guten Organisation der Schweizer nicht zurechtgekommen? Haben Sie gedacht, es geht jetzt alles viel leichter? Oder was für eine Mischung war das, die es ausgemacht hat, dass wir uns da lange so schwer getan haben? Also erstens, die Schweiz hat es wirklich sehr gut gecheckt, was sie vorhaben. Und der Coach übrigens, Murat Yakin, der ihr Trainer war, hat viel Feuer gekriegt, so im Anfang des Jahres. Boah, haben die Ideen auseinandergeschraubt. Und was der Macht gemacht hat, war falsch. Und jetzt hat er drei Spiele, auch mit wechselnder Aufstellung. Da bringt er mal den vorne, mal den, dann in der Mitte mal so. Und der coacht sie richtig gut. Also der geht nicht nach unserem System, wir haben unsere Elf und die spielen, sondern der sagt, lass mich mal gucken, wie wir das heute hier machen. Und die folgen ihm und die haben es sehr, sehr gut gemacht, Punkt 1. Punkt 2, weiß ich nicht, unsere waren so ein bisschen schludrig in der ersten Halbzeit. Und wenn das dann einmal anfängt, dann wäre es gut, wenn durchpariert würde. Aber das passierte nicht. Sondern hätten Sie das von Kroos erwartet? Kroos hat selber auch ein, zwei Bälle gespielt, die nicht so gut waren, sich da selber auch unter, und sie haben ihn auch unter Druck gesetzt, aber er hat sich auch unter Druck setzen lassen. Das kann nicht einer mal machen. Doch, ein Zeichen könnte kommen. Oder dass alle mal, in anderen Sportarten würde man eine Auszeit nehmen. Dann kommt mal, Leute, ihr merkt doch, jeder zweite Ball ist im Fußball langt man ja da manchmal zu, um was zu signalisieren. Ja, dass die großen Zeichen setzen, aber das ist nur, wenn ein Gegner herspielt. Nein, die Fehler waren
Wie gesagt, Schweiz gut, aber die Fehler waren hausgemacht. War ein schludriges Abspiel damals noch und dann kam das nächste und das war auch wieder und wieder ist ein Ball weg und wieder rennt sich einer fest. Also das war nicht souverän. Woran das liegt, weiß ich nicht. Drittes Spiel, die ersten hat man erledigt. Vielleicht lässt dann für einen Moment, so am Anfang eines solchen Spiels, die Konzentration nach unentschieden reicht. Ja, nein, wir spielen natürlich nicht auf unentschieden, aber es ist nicht das dramatische Finale. Das wurde dann am Ende dramatischer, als wir uns das vielleicht alle gedacht haben. Und Füllkrug betont am Ende auch noch mal, ja, welche Bedeutung dieses späte Tor hat. Unabhängig davon, dass man das lange in Erinnerung behalten wird und Vergleiche zu 2:6 zieht, sondern dass das eben im Turnier auch noch große Bedeutung haben kann. Füllkrug. Ja, ist natürlich schön. Ich bin dann auch zur Eckfahne, zum Glück zu der Eckfahne, wo unsere Bank ist, weil das echt ein schöner Moment für so eine Mannschaft ist, wenn man das dann zusammen feiern kann und da einfach zusammen dieses Glücksgefühl spürt. Und das schafft Erinnerung, das schafft eine Basis, um weitere Erfolge zu schaffen. Und vor allen Dingen, was das Gute daran ist, dieser Glaube, bis zur letzten Sekunde Tore erzielen zu können, der wird sich jetzt verinnerlichen. Und falls wir das nochmal brauchen, haben wir das alle im Hinterkopf. Und das ist ja eine gute Nachricht. Hier bin ich. Hallo. Hallo. Hab mich gerade davongeschlichen zu unserem Touchscreen hier. Also das, um nur das abzuschließen, diese Erinnerung an so einen besonderen Moment ganz am Ende kann helfen. Hat Leverkusen zum Geschäftsmodell gemacht in der Saison. Und natürlich, wir lachen so. Wir sagen, ja, komm, hör auf. Doch, wenn du... Die haben auch noch mal 90 plus. Lass uns doch, du weißt doch, wie es ist. Lass uns weitermachen und wir schaffen das. Andere sagen, jetzt läuft uns die Zeit weg. Und wir Kommentatoren sagen, auch jetzt wird die Zeit, Uhr läuft gegen uns. Leverkusen haben das so gemacht und haben das hingekriegt, haben das offenbar implantiert. Füllkrug sagt, ja, können wir. Ich würde das jetzt nicht totreiten in dem Turnier. Ich würde jetzt mal, man darf auch vorher die Dinge regeln. Jetzt ist die Frage, Herr Reif, wie regeln wir es am Samstag im Achtelfinale? Wir wissen noch nicht, wie der Gegner ist, sprechen wir später drüber. Was wir wissen, ist, dass Tah nicht dabei sein wird wegen seiner zweiten gelben Karte. Unnötige Aktion, oder? Oder gelbe Karte zu hart? Zu hart? Nee, kann man geben, die gelbe Karte. Und wenn man etwas macht, wofür man eine gelbe kassieren kann, nicht machen. Habe ich ähnlich wahrgenommen. Jetzt ist die Frage, oder die Frage stellt sich fast gar nicht, wir gehen alle davon aus, dass Schlotterbeck auf jeden Fall für Tah reinrückt. Rüdiger aktuell angeschlagen, hat sich eine Zerrung zugezogen. Bleiben wir erstmal dabei, er würde spielen. Schlotterbeck, Rüdiger, wie ist da Ihr Gefühl? Ja, sah ja ganz gut aus dann in den letzten Minuten, als Nagelsmann gewechselt hatte. Das geht. Falls auch Rüdiger nicht spielen kann und Anton reinkommt, das wäre schon ein harter Schnitt jetzt mit zwei ganz neuen Innenverteidigern. Können Sie schon mal üben für Dortmund? Wie meinen Sie das? Naja, Anton geht nach. Ach so, für die kommende Saison, alles klar. Ja, ja. Ich dachte wegen des Spiels am Samstag. Nee. Das wird ja die Innenverteidigung, die neue bei Dortmund. Üben in einem Achtelfinale ist auch schön. Wenn Sie das nicht so sehen, sondern sagen, guck mal, schön, dass wir heute schon anfangen können mit unserer großen Karriere gemeinsam, dann ist es gut. Der Anton ist gut, spielt ähnlich sachlich wie Rüdiger. Schlotterbeck macht viel nach vorne und macht weniger Fehler als früher. Und deswegen ist es... Die volle Begeisterung höre ich bei Ihnen jetzt noch nicht raus. Also nicht schlafen ist was anderes? Ja, schlecht schlafen, so weit geht es nicht. Aber natürlich runzelst du ein bisschen die Stirn, wenn du ersetzen musst Tah und Rüdiger. In Top-Verfassung. Das ist schon eine, haben wir doch hier geredet, das ist schon eine Innenverteidigung. Gegen die musst du erstmal durchkommen. Egal wer und egal welche Gegner. Aber Schlotterbeck ist kein Anfänger und Anton ist auch kein Anfänger. Die haben schon ein bisschen was auf der Naht. Macht mir nicht die größte Sorge. Eine Verteidiger-Alternative, die wir nicht hier im Kader haben, weil er eben auch nicht im Kader ist, ist der Fußballer Hummels. Der Fußballer Hummels. Ich weiß, Sie hätten ihn gern dabei gehabt.
Aber da er nicht dabei ist, what else? Aber es sind ja trotzdem die Diskussionen, die man jetzt führt oder die man überlegt, wer jetzt gerade die Kombination Hummels-Schlotterbeck, die kennen sich schon vom Borussia Dortmund, die müssen nicht üben für die kommende Saison. Und die waren, Hummels und Schlotterbeck, waren einer der Garanten für das, was Dortmund in der Champions League veranstaltet hat bis ins Finale. Weil das wirklich gut ausgesehen hat, sehr gut und gut funktioniert hat. Aber nochmal, Anton ist keine Wurst. Insofern, Hummels ist nicht da, die Entscheidung ist so gefallen. Alles, was du so in Dortmund hörst, rund um Terzic und wie der Abschied war und was da vorher so alles gelaufen ist, das hat bei der Besetzung des Kaders im Kopf bei Nagelsmann sicher auch eine Rolle gespielt. Hat sich Mats Hummels keinen Gefallen getan mit einem langen Interview, wo er den Trainer aber auch nochmal richtig hergenommen hat, wenn man sich das in Ruhe durchliest. Vergossene Milch, sagen. Spilled Milk, sagen die Engländer. Er ist nicht dabei. Lass uns doch Anton eine Chance geben. Glauben Sie, dass Nagelsmann es bereut, Hummels nicht mitgenommen zu haben, wenn er sich jetzt mit dem Achtelfinale beschäftigt? Ich glaube, dass er sich das sehr gut überlegt hat. Und alles, was dafür gesprochen hat, macht doch jeder erwachsene Mensch. Abwägen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und am Ende entscheidest du, weil eine Seite, die Waagschale neigt sich in die eine Richtung. Ich glaube, dass er sagt, so soll es sein. Und mit dem Anton und Schlotterbeck habe ich ja zwei. Vorne haben wir Kai Havertz, der ausgewechselt wurde. Füllkrug kam, traf zum zweiten Mal. Bei einem Voting bei Bild.de sagen 90%, sie würden lieber Füllkrug im Achtelfinale sehen als Havertz. Wen würde Marcel Reif spielen lassen? Gut, wenn wir uns einig sind, dass das Voting nicht die Mannschaft stellen sollte, sondern schon der Trainer, dann ist gut. Aber voten ist nicht verboten. Ich bin ein Havertz-Fan geworden, gerade in der letzten Saison, bei Arsenal in diese Rolle endlich eingearbeitet hat und damit seinen Frieden gemacht hat, diesen spielenden Neuner. Es ist jetzt sind drei Spiele gespielt, richtig? Korrekt. Wie viele Tore hat er gemacht? Havertz 1. 1. Elfmeter gegen Schottland. Gegen Schottland. Bei 5, tralala. 5 Dinge. Füllkrug eingewechselt, zweimal getroffen. Und wir spielen in Dortmund. Und wir spielen in Dortmund, was natürlich nicht dumm ist. Und da habe ich bei euch gelesen, da habe ich Zitat Nagelsmann, manchmal spielen auch solche weichen Sachen und eine Rolle. Und da hat die zwei Stuttgarter in Stuttgart gebracht und so. Guter Punkt mit den Stuttgartern in Stuttgart. Ja, er spielt die Karte. Also das hat er im Hinterkopf. Und das ist auch nicht verkehrt, glaube ich. Das sind auch alles Heulsusenspieler und Sentimentalisten. Und den kann man mit so einer Sache kann man noch mal was rauskitzeln. Und wenn du dir das überlegst, ist der gut genug, ja? Plus das, dann lass uns den nehmen. Also, das könnte für Füllkrug sprechen. Und bevor wir also wirklich jetzt so richtig einen Zack, so einen Strich durch Havertz machen, der wird noch gute Sachen machen. Aber im Moment, wenn ich gefragt würde, würde ich auch sagen, jetzt lass mal, jetzt du das dreimal gemacht von Anfang an, da war manches gut. Aber ja, hat sich Chancen erarbeitet. Nach Chancen wirst du nicht Europameister, sondern musst dann schon irgendwann Klingeling machen. Und das hat nicht gemacht, außer einmal Elber. Mach mal Füllkrug. Machen wir mal Füllkrug. Und mit Florian Wirtz würde ich mich gerne noch beschäftigen, Herr Reif. Bei dem hatten wir alle das Gefühl, oder was heißt das Gefühl? Es war ein großartiges Spiel gegen Schottland. Es fühlte sich direkt an, dass wir mit Musiala und Wirtz da so zwei Zauberjungs haben, die uns richtig viel Spaß machen werden. Seitdem zeigte bei Wirtz aber die Formkurve nach unten. Wir haben hier auch schon häufiger darüber gesprochen. Ist es so eine Mischung aus verschiedenen Dingen, dann doch die lange Saison, die etwas andere Rolle an der Stelle, was manchmal gerade dazu führt, dass er leider sein Potenzial jetzt im zweiten und dritten Spiel nicht so abrufen konnte, wie wir uns das alle erhofft hätten? Also erstens habe ich ihn gegen die Schweiz nicht so schlecht gesehen, vor allem den Anfang. Mhm. Die erste Viertelstunde fand ich ihn mit dem Besten. Und da war er endlich so dieser Wanderer zwischen den Welten und in den Lücken und immer anspielbar und machte dann auch ziemlich Rabatz. Und dann ging es wieder irgendwie in so eine Rätselecke.
wo soll ich jetzt hin, was soll ich noch mal machen, warte mal, okay, dann gehe ich mal dahin. Und dann fehlte die Bindung. Das ist das. Ich glaube, das ist das große Geheimnis. Natürlich ist er in Leverkusen eine andere Nummer. Und da spielen sie für ihn. Plus er hat das, was Sie eben gesagt haben, er hat viele Kilometer auf der Naht. Er läuft bei Leverkusen mehr als jeder andere. Laufen, nicht zaubern. Wurde ja auch in der Endphase der Saison immer mal wieder geschont. Weil man ihn vor sich selber schützen musste. Wie gesagt, nicht zaubern, laufen. Also das ist ein Diener auch. Das ist ja das, was ihn so zu einem Paket macht. Die Bindung, dieses, so wie jeder sagt, wo ist der Blonde? Hinten, zack, spielt dem den Ball hin. Das passiert in Leverkusen, das passiert in der Nationalmannschaft nicht. Es sind andere Figuren, es ist eine andere Gemengelage. Er ist da nicht die ganz große Nummer vom Standing. Natürlich spielt das eine Rolle. Ist ja nicht so, dass sie ihm nicht den Ball spielen wollen, aber das ganze Spiel ist nicht so auf ihn ausgerichtet. Bei Leverkusen sorgt der Xhaka für die Stabilität. Und wenn es stabil ist, wenn es beruhigt ist und gerade gerückt ist, alles, was da passiert ist mit Gegner und mit allem, dann kriegt Wirtz den Ball und dann geht's los. Das passiert in der Nationalmannschaft nicht, Klammer auf, noch nicht. Aber auf ihn verzichten kann ich mir nur schwer vorstellen. Er ist immer noch in der Lage, Dinge zu tun, die wichtig sind. Und nochmal ganz, so schlecht habe ich ihn nicht gesehen.